Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Alice Server Projekt, wieder mit dem Jan. Hallo. Ja, wir haben in der letzten Folge das eine Feld ja schon oben angesehen, warten jetzt, dass es wächst. Jan wird dann dreschen. Ich werde dann den Schwatt von ihm einbauen. Was? Ich werde dreschen? Ja klar. Hasse dreschen. Also ich mag schon dreschen mit den Großen, aber mit den Kleinen hasse ich dreschen. Ich habe den Anhänger da schon hingestellt. Weil man da nie gerade fahren kann mit den Großen, mit dem CR 10.90 wie im LS15 Community Server Projekt, da ist das kein Problem, da kann man auch schön gerade fahren, aber mit diesem Ding hasse ich das. Dann mache ich lieber Helfer rein. Dann tanke ich den dann ab und du kannst dann schwarz sammeln. Aber mit diesem Ding dreschen, das klappt nicht. Nicht mit mir. So, warte, ich gucke mal gerade, bei welchem Drescher ich anfange. Ja, bei dem Excel Flow 7130, also bei dem kleinen Case. Ab dem würde ich ungefähr anfangen, selber zu dreschen. Sollen wir eigentlich den kleinen New Holland auch kaufen oder sollen wir den überspringen und direkt den Excel Flow 7130 holen? Ich würde direkt den Excel Flow holen, oder? Ja, das ist eigentlich von Giants blöd gewählt, von dem Preis her, von der Größe her. Wie ich das erste Mal gespielt habe, habe ich mir den gekauft. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es Geldverschwendung ist. Den Excel Flow? Der ist schon geil. Wir holen uns einfach den Excel Flow dazu. Ja, nee, also ich meine den CC 95, der ist schon geil, der ist schon irgendwie geil. Guck mal, wie viel der ungefähr größer ist. 5,5 Meter, 4,2 Meter, ja, so ein... Wir könnten jetzt auch an den kleinen Dingsdrescher, könnten wir jetzt auch das große Mähwerk vom, CR 10.90. Ja, genau, vom CR 10.90. Ja, da muss man aber beim Abtanken immer so schräg fahren und das ist dann nicht schlimm. Und schneller fertig ist man dadurch auch nicht, weil er alle 5 Meter stehen bleibt, weil er voll ist. Ich stehe ja auch schon am Feld mit dem Trecker. Oh, es ist gerade dunkel, machen wir noch mal Licht an. Nee, zack, aussteigen. So. Mach meine Taschenlampe an. Oh, ich auch. Hey. Die Spuren im LS15 sind ja eigentlich schon ziemlich gut. Aber ich finde, die haben sie bestimmt einfach so. Die haben die Spuren irgendwie im Original fotografiert. Und könnte haben, sein. Haben sie dann einfach eingesetzt, weil wenn du dich mal duckst und da mal rauf guckst, ja, dann sieht das schon ziemlich extrem aus. Und wenn sie jetzt nicht alle weggehen würden, so sieht das ziemlich extrem aus. Das sieht ziemlich extrem fotografiert aus. Da sitzt dann, achso, ich dachte, da sitzt ein Trecker. Finde ich nicht. Ich finde die sehen gar nicht fotografiert aus. Ich mach abends oder nee, jetzt schon Morgensport. Nee, keine Ahnung. Dann übelst wandert am Rand der Trecker? Die... Nee, ich wander. Das ist bei allen, die Lenkrad haben, dann ja. Da kann man nie richtig stehen bleiben. Was, wir haben nur 9000 Euro? Mhm. Stimmt, das geht ja ganz schön runter. Wegen dem Helfer, weil du ja auch gar nicht aufgefüllt hast. Hoch da. Hoch da. Man kann die Silos nicht hochklettern. Ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Traktor. Warum? Weil der Helfer kann ja schlecht zum Anhänger nebendran fahren. Zum Anhänger? An dem Anhänger ist doch kein Traktor dran. Ach so, ja, stimmt. Dann würde ich vorschlagen, ich gucke mal eben. Als nächstes den... Den Same zu kaufen oder den T6? Der Same ist so wirklich die erste, der preiswert ist. Weil ich habe gesehen, alle Traktoren außer der Ursus ist ab dem Deutz Agrostar haben weniger PS, weil der Deutz Agrostar hat 143. Der hat weniger. Ja, dann würde ich das vorstellen. Der hat auch weniger. Den Same halt holen, weil der ja, Same... und Same ist der erste, der mehr PS hat als der Deutz. Das und ist richtig Same von... Den Same finde ich auch wirklich schön. Ja. Den haben wir auch ja auf der Kuhweide beim Community-Server-Projekt. Dann ist das nächste Fahrzeug schon mal festgelegt. Ja, das ist halt so ein bisschen schade von Giants gemacht. Die Fahrzeuge, außer den T4, der ist noch logisch, warum man den kaufen kann, halt wegen Frontlader. Schon halt ein bisschen schade, weil die jeder überspringt. Also ja. Ich weiß, jeder, der ökonomisch denkt, der überspringt den. Ist auch so. Ich habe mir den auch erst einmal oder so gekauft. Und wenn die am Anfang bei den Akata als Startfahrzeuge eingeteilt sind,
Dann ist den auch nicht. Dann ist das okay. Dann ist es okay. Nee, dann verkaufe ich ihn auch mal direkt. Welchen? Den kleinen T4, weil ich den einfach nicht mag, den kaufe ich mir immer irgendeinen anderen Trecker. Was? Du magst den T4 nicht? Nee, nicht so wirklich, weil der immer, sobald er irgendwas Größeres drin ist, macht er immer sofort einen Abgang. Du musst die ganze Zeit ein Frontgewicht hinten dran haben. Also ich liebe den T4. Ich mag den. Das ist mein zweiter Lieblingstrecker nach dem T8. Ich mag den eigentlich nicht ganz so gerne. Da mag ich doch lieber den kleinen Deutz. Oh, vergiss okay, ehrlich. Oh lalal. Mann, diese Leute, die immer da dieses Teil oben zu machen. Warum fängt er jetzt nicht an? Helfer? Okay. Schwach hast du an, ne? Ja. Was mache ich jetzt? Abtanken. Oder dreschen. Ja, abtanken. Wie denn? Achso, ja, nimmst du den kleinen Hürlimann. Ach genau. Wieso? Der zieht ihn. Aber nicht, wenn er voll ist. Doch. Ja, dann hat er 2 km/h Höchstgeschwindigkeit. Ja, willst du den großen Dings haben und ich nehme den Hürlimann? Willst du den Deutz haben? Sieht der Hürlimann den Ladewagen? Ich denke mal, ja. Okay. Ja, wenn du voll bist, immer direkt wegfahren, damit wir endlich das Schneidwerk, das Mähwerk kaufen können. Ja, komm her, dann. Ich setze gerade die Sämaschine neu an. Ja, ich setze den, dann hat der Drescher schon mal ein bisschen Vorsprung gleich. Dann klatsche ich dir den Deutschen mal vor den Anhänger vor, so. Oh, der Drescher ist schief und häng den Düngerstreuer ab. Schnapp mir den Hürlimann. Oder du machst den Düngerstreuer einfach vorne, hängst ihn dran und hinten machst du den Ladewagen. Da hast du auch noch gleich ein Frontgewicht. Nee, ich hol noch eins vom Hof, auf dem Hof haben wir noch eins. Ey. Da steht noch ein kleines, das reicht ja. Macht dir keinen? Ach so, du hast schon gesammelt. Hat schon gedacht. Legt der keine Spur? So. Mal gucken, was ich dann, wenn wir gleich mit aufnehmen, aufhören, ob ich noch was weiter aufnehme. Ich habe heute so viel aufgenommen. Ich habe heute, glaube ich, 3 Flaschen Wasser getrunken, weil ich halt so viel gelabert habe, ne? Okay. Minecraft wollte ich ein bisschen, habe ich sogar ziemlich viel aufgenommen. Aber halt 1.5.2. Warum 1.5.2? Weil ich einen ziemlich geilen 1.5.2 Server kenne, wo richtig geile Minigames drauf sind. Und wie ich das mit zwei Kumpels aufgenommen habe, war das richtig geil. Oder? Das hat so Spaß gemacht, wir können einfach nicht mehr aufhören mit aufnehmen. Okay. Wir gucken, wie der kleine Hürlimann abgeht. Ich kann mit. Boah. Hätten wir den anderen besser nicht verkauft. Ich kam mit. Ja. Der ist fast schneller als ich. 25 km/h kann ich einsammeln. Ich komm nur ganz langsam hinterher. Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt, weil ich kennst du vom Mod hab den neuen, diesen einen Ladewagen, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist ein rot-blauer. Okay. Auf jeden Fall, was noch wichtig ist, der nicht so schnell mitfahren. Deswegen habe ich gerade so gedacht, hey, wieso fährt der so schnell? Auf jeden Fall, was wir noch brauchen, ist der Inspektor-Mod. Den brauchen wir auf alle Fälle, den habe ich auch. Wir müssen ja nur die Version. Ich habe den allerersten. Direkt wie er draußen war, habe ich mir den runtergeladen. Nee, seitdem nicht mehr gehabt. Den allerersten, der ist nicht so gut. Was ist an den anderen besser? Bei den allerersten hast du so viel Schrift. Bei den anderen hast du nicht mehr so viel Schrift. Wie Schrift? Beim allerersten steht links so richtig viel. Und bei den nächsten Mods, bei den nächsten Versionen, steht links nicht mehr so viel rum. Da hast du weniger Schrift, dann nimmt dir das weniger vom Bildschirm weg. Und geordneter und so. Hey, wusste ich jetzt gar nicht. Hey, das ist doch gar nicht viel. Da steht doch nur der Fahrzeugname und die Prozentzahl. Der Fahrzeugname nimmt, glaube ich, auch ziemlich viel weg. Also bei mir steht ja nicht ganz so viel. Warum hat der scheiß Drescher diese am Rand das stehen lassen? Weiß ich nicht, keine Ahnung, frag mich nicht. Das nächste Feld ist auch schon fast fertig gewachsen. Echt? Ja, guck mal hin. Die erste Spur. Ja, aber lass die Zeit einfach mal so. Okay, ich muss, Du musst? Ah, der fährt die letzte Spur, ich muss den neu ansetzen. Warum? Die Sämaschine, also, der ist fast fertig. Ja, toll, du hast die Leute jetzt natürlich so hingestellt, dass der Drescher nicht mehr weiterfahren kann. Echt? Ja. Leute zurückfahren. Ja, das ich mach doppelt. Komm, wir tauschen den Trecker. Fährt doch weiter.
Ja, weil ich den Deutschland zurückgefahren habe. Leck! Alter, wie leckt das? Ich wackel hier gerade die ganze Zeit so rum. Der fährt weiter, weil ich den Deutschland zurückgefahren habe. Wie ich die Bodentextur von dieser Karte eigentlich hasse. So. Liebe die eigentlich, die ist voll schön. Jetzt ist jedenfalls die Folge zu Ende. Das ist jetzt schon die vierte Folge, bei uns läuft es schon richtig. Ja. Und das war's dann von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal, euer Amplitz HD. Ja, ich beende mich dann auch wieder von, verabschiede mich dann auch wieder von meinen Zuschauern, meine ich. Ja, ich sage auch, bis zum nächsten Mal, euer Pippi Place.